Was ist eigentlich Musik? Technisch gesehen ist es eine Aneinanderreihung von miteinander verbundenen Tönen, die im Inneren des Menschen eine Reaktion auslösen. Aber sie ist so viel mehr. Ich glaube, dass das eine gewaltige Marktlücke ist. Weil keiner in Verbindung mit Pirate Bay gebracht werden will, macht niemand eine gute Musikseite. Du willst dich mit denen anlegen? Musik für alle. Vor allem bauen wir den allerbesten Musikplayer der Welt. Da es um Musik geht, wollen wir uns die Musikrechte sichern. Da müssen Sie mit den Plattenfirmen reden. Keiner will für etwas bezahlen, das man kostenlos kriegt. Und eine neue Zeit kann beginnen. Wenn nicht bald was geschieht, dann gibt's keine Branche mehr, die man retten kann. Sie wollen jetzt nicht ein Demo vorführen. Nein, Sie haben noch nie etwas Vergleichbares gesehen. Ein total legaler Streaming-Anbieter. Ja. Das ist ja echt unglaublich. Egal welchen? Egal welchen. Die Künstler werden bezahlt, also Win-Win für alle Beteiligten. Sie wollen Musik? Bezahlen Sie. Wir müssen dieser Branche zeigen, dass wir mit einer Lösung kommen. Ich kenne diese Menschen, ich weiß, wie die ticken. Acht werden Nein. Ich wäre schon zufrieden, wenn meine Gigs nicht mehr aufgezeichnet und auf Pirate Bay hochgeladen werden. Du bittest um etwas, das unmöglich ist. Niemand unterzeichnet einen Deal, der kostenlose Musik einschließt. Das Spiel hat sich geändert. Sind Sie der Meinung, dass die Größe Ihres Geschäftsmodells für Künstler ein Problem darstellt?